Leute, was ist denn mit der los? So Leute, willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel. Ich bin der Mangu, hier vorne ist der Niklas, ein Kollege von mir. Servus. Den kennt ihr eventuell schon vom letzten Video mit ihm zusammen. Und er hat vorhin an meinem Reifen vorne ein bisschen rumgespielt und gemerkt, dass der Reifen wieder mal komplett platt ist, was natürlich super geil ist. Kurzerhand sind wir dann zur Tankstelle gefahren, haben den aufgepumpt, dann habe ich vergessen, dass meine GoPro keinen Akku mehr hat. Deswegen mache ich das Intro zum zweiten Mal. Woo! Und genau, dann haben wir auch den Niklas spontan angerufen, den Wetterhahn. Wer ihn nicht kennt, hier einmal verlinkt. Geiler Typ, geilen Content auf YouTube auch. Und da fahren wir jetzt hin und der checkt mal meinen Reifen. Hoffentlich. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Genau. Ansonsten haben wir gerade die ganze Zeit darüber gequatscht, dass Niklas mal auch seinen scheiß YouTube-Kanal starten soll. Da bin ich auch mal gespannt, was der Wetterhahn gleich macht. Da mit seinem komischen Spray. Ja. Habe ich auf jeden Fall noch nie so gemacht. Beziehungsweise ich habe eh keine Ahnung von Reifentechnik. Ist Filtern eine Straftat? Ich glaube auch Grauzone kann aber auch bestraft werden wegen gefährlichem Fahren. Ja, okay. Wow. Aber muss, glaube ich, nicht. Also es ist kein zwingender Straft, also kein zwingender... Ja. Kein Verstoß. Ja. Hey! Es geht ab. Es geht ab. Alles klar bei dir? Ja, muss, ne? Hallo Niklas! Es geht ab. Ich habe die wieder aufgepumpt gerade, auf 2 Bar. So, Dr. Niklas, zeigen Sie, was Sie da tun. So, ich schaue jetzt erstmal, Kollege Turnschuh, ob das ventilfest ist. Ja, das kann ich auf jeden Fall leicht nachdrehen. Ich will was mal mit Lecksucher hier so ein bisschen einsprühen. So. Also die einzigen Undichtigkeiten, die du haben könntest, wäre in dem Sinne hier irgendwo an den Speichen irgendwo. Oder halt hier irgendwo. Oder hier komplett in der Wulst vom Felgenring. Jetzt kommt die Premium-Action. Da muss das dann so ein bisschen Lüftchenbläschen. Genau, da würde dann richtig brodeln. Ah, verstehe. Ja, das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Ich könnte dir ja mal zeigen, wie das aussieht, würde, wenn es da unten. Aber du hast ja gerade sogar nachgezogen. Genau. Ne? Deswegen könnte es ja auch sein, dass es. Ich hätte es vorher machen müssen, theoretisch. Ja, ja. Ich löse ihn aber jetzt so weit, wie es ungefähr jetzt bei mir auch war. Da kommt was raus. Okay, das war schon ein bisschen zu viel gelöst wahrscheinlich. Der gönnt sich richtig. Man sieht direkt, es fängt an zu sprudeln. Mega. Siehst du? Das meine ich. Voll die Seifenblasen. Genau. In dem Sinne ja. Und sowas würdest du dann halt sehen, wenn es irgendwo nicht wäre. Okay, das sieht nicht nach vorne aus. Richtig hier. Außenring. Eigentlich sollte ich auch schon. Gut aus. 2,2 Bar ist drin. Ey, Janik. Ja? Der Leon ist ja viel lauter als der Remus, ne? Echt? Übertrieben viel lauter. Obwohl ich immer noch nicht glaube, dass das original ist. Ist dann der Wickler ganz normal drin? Oder ja. Was? Ja. Ja. Willst du mal messen? Lass echt messen. Wenn du willst, kann man machen. Digga, die ist so laut. 88? 88 dB bei 3,5. Ja, niemals, Digga. Du hast 3.500 Touren. 3.5? Ja. Ja. Total. Aber auch witzig, Digga, die sind alle so zusammengezogen. Ja, Junge! War das geil, Alter. So, ja, halt mal auf 3,5, okay. Und ich dachte die ganze Zeit so, boah, wann mache ich das am besten? Das Junge, war so der perfekte Moment. Er gibt mir einmal so, boom, Junge, und dann, das war so witzig, Alter. Aber gerade bei sowas ist die ja so böse, Alter, weil die einfach nur einmal kurz brav. Ja, aber ey, ohne Scheiß, die war ja echt nicht so laut, als ich die auf 3,5 gehabt habe. Das ging ja wirklich. Ja. Hast du irgendwo ein Zertifikat für den Scheiß? Der hat eine E-Nummer. Ja, scheiß auf E-Nummer, du brauchst ein Blättchen, wo draufsteht, dass es für dieses Baujahr und diese Karre zugelassen ist. Halt's Maul, ey. Normalerweise ja. So eine ABE oder was? Ja. Ich dachte, das geht mit E-Nummer. Nee, ABE. Nee, also das müsst ihr jetzt mal in den Kommentaren sagen, Leute. Ach so, ABE versus E-Nummer. Also ich dachte, ABE reicht alleine. Ja, ABE reicht alleine, nein, aber E-Nummer nicht. E-Nummer. Nein. Weil du hast ja auch E-Nummer an Spiegel und so. Dann ja, E-Nummer Spiegel ist was anderes, wenn Warum ich mich nicht irre. Warum das denn? Ist weil der Spiegel durch die E-Nummer... Also ich denke mal, ein Spiegel ist auch ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Ja, natürlich, aber ein Spiegel, der Spiegel. Weißt du, was ich meine? Aber der Auspuff, du darfst deine DB-Sache nicht überschreiten. Und keine bei den Ahnung. Spiegeln reguliert die E-Nummer einfach, dass der zu deinem Modell passt. Aber dein Auspuff, du gibst ja, hast ja 3 Millionen verschiedene Modelle, die du da haben kannst. Ja, aber die müssen ja auch alle so eine TÜV-Geschichte machen, damit die eine E-Nummer bekommen, oder nicht? Ja, müssen die. Ja, dann passt das doch. Junge, B, B
BMW hat jetzt die K16 rausgebracht. Ne, die R18. Was ist Digga, das denn? Die hat 1800 Kubik, Digga, ist eine Harley. Junge, der war locker, Alter. Ja, ne? ja, war mega korrekt bei Niklas auf jeden Fall mal wieder. Wir müssen echt häufiger mal abhängen bei dem. Eigentlich schon, aber müssen nice. viel wichtiger müssen wir mal fahren mit dem, Alter. Ja, Digga, das ist so traurig, dass er aktuell kein Bike hat. Tut richtig weh auf jeden Fall. Echt. Hier rechts. Ah ja, okay, ja. Weil da kommst du auf diese übelst krass lange Straße, Alter. Die ist so nice. Kannst du richtig ballern. Ja, easy. Aber wir wollen ja entspannt fahren. Ja, heute ist ja locker, genau. Ganz entspannt. Digga, ich freue mich, wenn bei dir der SC drauf ist, ne? Oh, Junge, ja. Das wird auch richtig Porno, glaube ich. Ich hoffe es. Ja, safe, Digga. Das wird richtig, richtig geil. Ja, Alter, wie geht das, Alter? Ich check das einfach nicht. Aber wie gesagt, ich muss mal testen, ob der erste Gang so richtig krass ist. Ob der was? Ob der erste Gang wirklich bis 100 geht. Ja, teste doch einfach. Ist ja warm jetzt die Karre, oder?